Hallo ihr Lieben, heute möchte ich das Video ein wenig anders als sonst eröffnen. Und zwar möchte ich, dass ihr jetzt alle eure Augen schließt und euch das vorstellt, was ich euch gleich sage. Nicht schummeln. Ich möchte, dass ihr euch einen blauen Würfel vorstellt. Ich möchte, dass ihr den Würfel vor eurem geistigen Auge dreht. Ich möchte, dass ihr den Würfel unter ein Licht stellt. Wie wirft der Würfel Licht zurück? Ist es eher matt oder ist der Würfel sehr glänzend? Seht ihr einen Schatten, da wo das Licht nicht hintrifft? Jetzt möchte ich, dass ihr eine Ecke des Würfels abschneidet. Wie sieht der Würfel im Innern aus? Hat er eine andere Farbe oder vielleicht eine andere Struktur im Innern? Wenn ihr jetzt langsam eure Augen wieder öffnet oder gar nicht erst zugemacht habt, dann seht ihr das, was ich sehe, wenn ich versuche, mir diese Dinge vorzustellen. Nichts. Ich habe Aphantasia. Heute geht es um ein Phänomen, von dem ich erst Anfang des Jahres erfahren habe, das ich aber tatsächlich schon selbst seit meiner Geburt erleben darf. Aphantasia oder auch Aphantasie. Auf Deutsch, ich bin mental blind. Heißt, wenn ich jetzt die Augen zumache und versuche mir einen Würfel vorzustellen oder irgendwas vorzustellen, dann sehe ich absolut nichts. Und mein ganzes Leben lang dachte ich, dass das vollkommen normal ist. Aber mittlerweile weiß ich, dass ich damit eher zu einer Minderheit gehöre. Diese Menschen, inklusive mir, haben oft überhaupt keine Ahnung, dass sie Aphantasia haben. Einfach weil, woher soll man das wissen? Wir reden nicht darüber, was für tolle Gedankenpaläste wir uns erschaffen können und was für Ultra-HD-Kräfte wir in unseren Köpfen haben. Zumindest habe ich darüber noch nie geredet. Ich selbst bin erst durch eine Buchserie stutzig geworden. Die Protagonistin hat eine sehr lebhafte und eine detaillierte Vorstellungskraft, die ich einfach nicht habe. Die konnte in ihrem Kopf Dinge, die ich nicht kann. Und da ist mir dann vielleicht das erste Mal aufgefallen, dass irgendwas in meinem Kopf anders laufen muss als bei anderen. Wichtig ist für den Anfang, wir müssen unterscheiden zwischen Vorstellungskraft und Visualisierung. Ich kann mir einen Würfel vorstellen. Das heißt, ich kann die Augen zumachen, ich kann an einen Würfel denken und ich weiß dann auch, dass ich an einen Würfel denke. Ich kann auch zum Beispiel eine Ecke von ihm abschneiden, ihn x-mal drehen und weiß dann auch immer noch, welche Ecke ich davon abgeschnitten habe. Aber was ich nicht kann, ist diesen imaginären Würfel zu sehen. Ich kann ihn nicht visualisieren. Normale Menschen stellen sich einen Würfel vor, das heißt, sie visualisieren ihn, schneiden diesem Gebilde dann eine Ecke ab, drehen das dann und wissen oder sehen dann, welche Ecke dem Würfel wo jetzt fehlt. Diese Kraft der Visualisierung ist bei jedem Menschen auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Manche Menschen haben hyperrealistische HD-Fähigkeiten und können einen Würfel wahrscheinlich in super Auflösung sehen, während manche nur Farben sehen. Manche sehen vielleicht nur die grobe Form, manche sehen nur Linien. Und dann gibt es mich, ich sehe gar nichts. Es gibt da sehr, sehr, sehr viel Varianz in der Lebhaftigkeit. Heute möchte ich euch drei Paper präsentieren, die sich alle mit unterschiedlichen Aspekten von Aphantasia beschäftigen. Die Paper habe ich zusammen mit einer kleinen Zusammenfassung auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aphantasia wurde witzigerweise schon das erste Mal 1880 beschrieben, aber wirklich bekannt geworden ist es eigentlich erst 2010 durch einen Zufall. Ein Patient, der im Paper nur MX genannt wird, wir werden ihn Mr. X nennen, kam nach einer Operation zu der Arbeitsgruppe von Professor Adam Zeman, weil er nach dieser Operation die Fähigkeit der Visualisierung komplett verloren hatte. Er verlor außerdem kurzzeitig die Fähigkeit, visuell zu träumen. Professor Zeman und seine Arbeitsgruppe führten daraufhin mehrere Tests und Hirnscans mit Mr. X und mehreren Kontrollprobanden durch. In den visuellen Tests hat Mr. X ungefähr genauso gut abgeschnitten wie die normalen Menschen. Er war nur ein wenig langsamer. Der wahre Unterschied zeigte sich bei den Hirnscans. Bei normalen Menschen ist bei einer Visualisierung die Aktivität in visuellen Hirnregionen erhöht. Diese Regionen sind eigentlich für die Verarbeitung optischer Signale zuständig, aber eben anscheinend auch für die visuelle Vorstellungskraft. Bei Mr. X geht die Aktivität in diesen Arealen zurück. Dafür ist bei Mr. X die Aktivität in frontalen Regionen erhöht. Frontale Regionen sind unter anderem für logisches Denken oder auch Kontrolle zuständig. Und für diejenigen, die Ahnung haben, ich vereinfache hier sehr stark, weil Gehirnanatomie ist sehr kompliziert. Diese Aktivierung von anderen Hirnstrukturen lässt darauf schließen, dass Mr. X
eine vollkommen andere Strategie benutzt, um sich Dinge vorstellen zu können, als normale Menschen. Ein Mental Rotation Task, also ein Test, bei dem man ein Objekt aus zwei unterschiedlichen Perspektiven sieht und dann sagen soll, ob das ein und dasselbe Objekt ist oder zwei verschiedene, meistert er vielleicht also nicht, indem er sich das eine Objekt vorstellt und dann dreht und so guckt, ob es dasselbe ist, sondern indem er vielleicht durch logisches Denken herausarbeitet, ob diese zwei Objekte überhaupt ein und dasselbe sein können. Aber wie hat er diese Fähigkeit überhaupt verloren? Die Forscher vermuten, dass es eigentlich eine Verbindung zwischen den frontalen Hirnregionen und den hinteren gibt und die frontalen einen Einfluss auf die hinteren haben. Das nennt man in der Neurobiologie eine Top-Down-Kontrolle. Die meisten Signale, die unser Gehirn verarbeitet, kommen von außen durch die Sinnesorgane quasi in das Gehirn rein. Das nennt man Bottom-Up. Die Signale kommen also quasi von unten ins Gehirn. Top-Down hingegen ist, wenn das Gehirn quasi Signale und damit Befehle an sich selbst verschickt. Das heißt, die frontalen Teile sagen, wir brauchen einen Würfel. Und dann kreieren die visuellen Teile des Gehirns einen Würfel. Und genau diese Verbindung ist bei Mr. X wahrscheinlich kaputt. Die Forscher vermuten, dass die Verbindung zerstört wurde, als sich Mr. X eine Herzoperation unterzogen hatte, bei der wohl kurzzeitig das Gehirn nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgt wurde. Bei Menschen wie mir, die von Geburt an Aphantasia haben, bestehen diese Verbindungen vielleicht gar nicht erst. Oder wir benutzen von Geburt an vollkommen andere Hirnteile, um uns Dinge vorzustellen wie normale Menschen. Im zweiten Paper, 5 Jahre später, werteten sie dann 21 Probanden aus, die alle von Geburt an Aphantasia hatten. Sie stellten dabei fest, dass die meisten Menschen kompensatorische Stärken entwickelt haben. Das heißt, dafür, dass sie sich Dinge nicht visuell vorstellen konnten, waren sie in manchen anderen Dingen gut, zum Beispiel Mathe, Logik oder auch Sprache. Außerdem nutzen diese Personen meistens Erinnerungen oder Wissen, um visuelle Tests zu meistern. Also die stellen sich jetzt nicht die Oper von Sydney vor und zählen dann die Hörner davon, sondern die wissen, die Oper von Sydney hat x Hörner. Manche der Probanden sagten aber auch, dass sie ab und zu unfreiwillige Visualisierungen haben. Das heißt, sie sehen einen Flash, also einfach ein Bild vor sich aufblitzen, haben darüber aber absolut keine Kontrolle. Dazu scheinen die Probanden, inklusive mir, Probleme mit ihren autobiografischen Erinnerungen zu haben. Die Forscher vermuten außerdem, dass dieses Phänomen eine Variante von anderen funktionellen Störungen sein könnte. Zum Beispiel ist die Gesichtsblindheit, also die Unfähigkeit, Gesichter zu erkennen oder sich zu merken, häufig mit einer sehr wenig lebhaften Vorstellungskraft verbunden. Während synästhetische Menschen, also Menschen, die einen Sinnesreiz mit mehr als 2 Sinnen wahrnehmen können, oftmals eine sehr lebhafte Vorstellungskraft haben. Es gibt keine offiziellen Studien, es gibt nur grobe Schätzungen, aber man geht so davon aus, dass ungefähr 2% der Bevölkerung Aphantasia haben. Außerdem stellt sich die Frage, ob es eine genetische und damit eine erbliche Komponente gibt. Meine Mutter zum Beispiel hat auch Aphantasia. Mein Vater und meine Schwester haben das aber nicht. Im Gegenteil, die haben sogar eine sehr lebhafte Vorstellungskraft. Dazu stellt sich auch die Frage, ob es Subtypen von Aphantasia geben könnte. Ich kann zum Beispiel auch keine Musik in meinem Kopf hören, was andere Menschen anscheinend können. Was mich ehrlich gesagt ein wenig neidisch macht, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Die Forscher schließen mit der Annahme, dass es neuronale Korrelate geben muss. Also Hirnregionen, die mit der Lebhaftigkeit der Vorstellungskraft zusammenhängen. Und genau diese Regionen haben sie in einem späteren Paper auch gefunden. Dabei haben sie Probanden benutzt, die eine sehr lebhafte und eine sehr wenig lebhafte Vorstellungskraft hatten. Wichtig, die Probanden mit wenig lebhafter Vorstellungskraft hatten keine Aphantasia, sondern eben nur wenig lebhafte Vorstellungskraft. Beide Gruppen haben eine starke Korrelation, also starke Zusammenhänge, zwischen der Aktivierung gewisser Hirnareale und der Lebhaftigkeit ihrer Vorstellungskraft. So korreliert die Lebhaftigkeit der Vorstellungskraft positiv mit der Aktivität der hinteren visuellen Hirnregion und höherer visueller Areale. Umso mehr Aktivität, desto mehr Lebhaftigkeit. Während die Aktivität vorderer Hirnregionen negativ mit der Lebhaftigkeit korreliert. Also umso mehr Aktivität, desto weniger Lebhaftigkeit. Die Frage dabei ist nur, ob die Beziehung dieser Areale kausal oder konsequenzial ist. Also hemmt die frontale Aktivität die hintere oder ist die frontale Aktivität eine Reaktion auf die Unfähigkeit zu visualisieren? Allgemein lässt sich sagen, dass Menschen mit einer sehr lebhaften Vorstellungskraft selektiver und weniger Gehirnareale aktivieren, während Menschen mit weniger Lebhaftigkeit ein breites Netz von verschiedenen Regionen aktivieren. Es gibt jedenfalls definitive, greifbare Zusammenhänge zwischen der
Physiologie des Gehirns und der Lebhaftigkeit der Vorstellungskraft. Wie ihr seht, bleiben noch eine Menge Fragen offen. Eine Frage, die ich zum Beispiel bei meinen Recherchen immer wieder gesehen habe, ist, ob Aphantasia eigentlich eine Behinderung ist. Aktuell nein. Manche Menschen leiden aber unter der Unfähigkeit, sich Szenarien oder die Gesichter ihrer Liebsten nicht vorstellen zu können. Ich selbst kann auch vor meinem geistigen Auge kein Bild meiner Familie oder meines Freundes heraufbeschwören. Ich weiß, wie die alle aussehen, ich kann sie auch beschreiben, ich kann sie nur einfach nicht wie ein Foto vor mir sehen. Normale Menschen können außerdem anscheinend Musik in ihrem Kopf hören und das kann ich einfach nicht. Ich kann mich an Melodien erinnern, ich kann sie summen, ich kann sie pfeifen, ich kann im Rhythmus dazu atmen, aber wenn ich das alles nicht mache, höre ich absolut nichts. Auch beim Lesen hat alles eine einzige monotone Stimme. Ich kann keine verschiedenen Stimmen in meinem Kopf hören. Es wird nicht lauter oder leiser. Es ist eigentlich ziemlich langweilig. Und dabei ist die Frage, gehören diese Aspekte alle zusammen? Also hat jeder mit Aphantasia all das? Oder habe ich einfach nur das Aphantasia-Superpaket bekommen? Ich hoffe, weitere Studien in der Zukunft können mir und auch euch ein paar dieser Fragen beantworten. So. Ich hoffe, ich habe niemandem mit diesem Video das Leben ruiniert. Ich persönlich finde Aphantasia ein unglaublich spannendes Thema. Einfach weil es uns vor Augen führt, wie unterschiedlich Gehirne funktionieren können, wie unterschiedlich sie verkabelt sein können und wie genial unser Gehirn kompensieren kann, so dass ich einen Würfel zwar nicht vor meinem geistigen Auge sehen kann, aber ihn mir immer noch vorstellen kann. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Phänomen oder speziell auch an mich habt, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert diesen Kanal. In meiner Kanalinfo werde ich ab jetzt updaten, mit was für Videos von mir ihr in der nahen Zukunft rechnen könnt. Und wenn euch das immer noch nicht genug ist, könnt ihr mir auch bei Twitter folgen. Bis dahin, bleibt alle sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao!